So viele Türen, wohin sie wohl führen? So, das kommt gleich. Ja, das war das Dach. So, hier befinden sich fünf verschiedene Türen. Was sich wohl dahinter verbergen mag, so wie ich diesen Ort kenne, könnte dies alles Mögliche sein. Hoffentlich wird es nicht so gruselig wie der Rest dieses Ortes. Befürchte schon. Also müssen wir jetzt. Denken wir mal, wir haben vorgeschrieben, zu welcher Tür wir wann müssen. Das Fenster ist offen. Gehen wir jetzt zu dieser Tür hier. Hier gehört wohl etwas hin. Ein Buch? Ah, okay. Machen wir mal auf. Der erste Teil von Green Hill, also Green Hill war schon wirklich abgedreht, aber das hier? Ein Wald, eben war ich noch im Weltraum. Ja, so, und das ist jetzt auch. Ich war in einem Wald gelandet. Der Wald ist wirklich unheimlich, aber immerhin gibt es keine Spur von Blackmore. Und das ist auch ein in. Und. Heuwegelchen. Und da ist auch ein entzückender Igel. Ja, schön für den Igel. Im Wald späht die Dunkelheit aus dem Schatten hervor. Das würde jedoch niemand direkt auffallen. Oberflächlich gesehen wirkt alles normal. Doch wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass das Dickicht das Licht geradezu gefräßig verschluckt. Das Ächzen der Bäume wurde zu einem sorgenvollen Stöhnen, und aus den Tiefen des Waldes ertönte das Heulen eines einsamen Wolfes. In diesem düsteren Wald lebte einst ein Förster. Die meisten Menschen kannten nur ein oder zwei Sch Was? Ganz langsam. Die meisten Menschen konnten nur ein oder zwei Stunden in dem Wald aushalten. Doch dieser Mann lebte dort ganz allein. Jeden Abend verschloss er seine Tür fest, setzte sich neben seinen Ofen und beobachtete den Mond. Jeden Mo Morgen fanden sich Spuren in der Nähe des Hauses, die Spuren eines Wolfes. Und manchmal überschnitten sie sich auch mit riesigen Bärenspuren. Okay, jetzt gehen wir wieder auf Erklärung. Da ist der süße Igel. Wie niedlich. Er sieht ziemlich hungrig aus. Ja, okay. Ist ein Zweig. Den nehmen wir mal sofort mit. Ja, da ist das Mümmelspiel. Und da ist ein Specht. Da hinten ist das Haus. Da ist auch was. Hier noch was. Was haben wir denn da? Eine Mumme fehlt. Okay. Irgendein Spiel auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Gut, dann wimmeln wir erstmal. Ein Schraubenzieher, ein Regenschirm, ein Gänseblümchen. Eine Zange. Eine Babuschka. Nein, 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 eine Matroschka. Schraubenzieher, Regen. Da ist ein Wolf. Hilfe. Schraubenzieher. Regenschirm. Ein Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen. Da ist ein Gänseblümchen. Samenhülse, Strickleiter. Da ist die Samenhülse. Und da hängt eine Strickleiter. Schlauch, Kruzifix und Glocke. Schlauch ist da. Kruzifix. Ist das ein Kruzifix? Eine Glocke. Eine Glocke mitten in der Pampa. Hängt die da am Baum. Ein Wurm und ein Käfig. Käfig? Ja, und jetzt können wir einen Wurm suchen und der ist auch noch versteckt. Mal gucken, wo die Hand kommt, ne? Handschuh. Blätter. Und da ist der Wurm. Klasse. Und wir bekommen einen Schlauch. Gut, dann gucken wir erstmal da. Was macht denn das Eichhörnchen? Ja, das jongliert mit Nüssen. Und einer Murmel. Das Eichhörnchen fehlt eine seiner Haselnüsse. Okay, dann suchen wir jetzt eine Haselnuss. Was haben wir hier?
Bei der Hütte jongliert ein talentiertes Eichhörnchen mit Haselnüssen. Mit Haselnüssen und einer gelben Murmel. Vielleicht kann ich die ihm abluchsen. Ja, klar. Was haben wir hier? Da ist ein Schlüssel. Okay, im Baum. Was sonst noch was? Jongliere Eichhörnchen. Ein Fass Treibstoff, was dies wohl hier draußen verloren hat. Das werden wir dann noch sehen. Der Schlüssel. Na, kommst du her? Gut. Hier liegt noch ein Pin. Ach, ein Stuhlbein war das. Ich habe leider kein Benzin. Ja, ich. Was ist denn das? Das ist ein Bär. Da ist eine Kralle. Eine Klaue ist wieder da, fehlt nur noch die andere. Okay, und dann kriege ich eine Glühbirne. Okay, und was sagt mir der? Im Maul des Bären steckt eine Glühbirne. Dies ist ein seltsame Pose. Man erwartet fast, dass er zum Leben erweckt. Was? Man erwartet fast, dass er zum Leben erweckt. Erwacht und Buh schreit. Auch wieder ein Übersetzungsfehler. So, was haben wir hier noch? Es ist viel zu dunkel hier. Ja, dann brauchen wir erst die Klaue, um die Lampe da anzumachen. Okay, was haben wir hier? Ein Wimmelbild. Okay, Schuhe? Nein, kommen wir nicht dran. Machen wir das Wimmelbild im Ofen. Mann mit Bart. Da ist ein Mann. Und wo ist der Bart? Finden wir bestimmt noch. Rasierklinge und Bohreinsatz. Rasierklinge. Sicherungsschraube, Schädel. Da ist ein Glas, okay. Da ist eine Rasierklinge. Boreinsatz. Sicherungsschraube, Schädel. Sicherung. Irgendwo. Boreinsatz. Naja, das ist der Mann mit ohne Bart. Ist eine Feder, kein Bart. Sicherungsschraube, Schädel. Da ist eine Schraube. Schädel. Sehe ich jetzt gerade nicht. So auf Anhieb. Doch, da. Patrone, Sonne, Würfel. Sonne. Da war doch was. Dies ist bestimmt eine Giftschlange. Okay. Ach, guck mal, da ist. Das ist ein Schnäuzer und kein Bart. An wen der mich erinnert, sage ich jetzt nicht. Was haben wir denn noch? Sicherung, Patrone, Würfel. Sicherung, Patrone, Würfel. Sicherung. Das war ein Krug. Blatt und Gift. So, Gift. Cobra melken. Okay. Blatt. Ach so. Da ist ein Blatt. Sicherung. Tja, das ist jetzt aber spaßig. Eine kleine, das ist. Ach, das ist hier vom Flakon. Eine Sicherung. Ja. Schön. Ein Krug. Okay. Das Ding braucht einen Motor und da haben wir. Können wir das damit einschalten? Ja. Gib mir die. Hau doch drauf! Stuhlbein. Hätte ich eine Art Siphon, könnte ich etwas Benzin aufnehmen. Ach, war doch ein Schlauch, ne? Ja. So, jetzt haben wir die Kanne mit Benzin und dann nehmen wir die Kettensäge da. Vermute ich mal, dass es eine ist. Sag ich doch, Kettensäge. Weißt du zwar nicht, wofür wir sie brauchen? Ja, an den Schrank kommen wir nicht dran. Okay, dann gucken wir erstmal. Den Igel können wir nur anklicken. Ja, der will ja was zu fressen. Da fehlt uns die Murmel, hier das Eichhörnchen. Dann gehen wir mal hier entlang. Plim.
Mitten auf dem Weg liegt ein Riesenbaum. Ich brauche etwas Besseres als eine Axt. Den Baum per Hand zu zerhacken würde Tage dauern. Ja, wir haben doch hier eine Dingenskirchen. Eine Kettensäge, eine Kreissäge wollte ich gerade sagen. Okay, was ist das? Hier sieht aus wie der Umriss einer Flamme. Okay. In einem alten Baumstumpf wurde ein Teil einer Flamme eingraviert. Das hat bestimmt etwas zu bedeuten. Vielleicht kann ich das Muster vervollständigen. Okay, müssen wir da irgendwas drauflegen? Wir gucken erst, bevor wir den Baum da zersägen, gucken wir erst. Der Großteil dieser Pilze sieht giftig aus. Ich wollte auf Hilfe. Verwende das Pilzbrett, um alle giftigen Pilze zu entfernen. Richte das Brett so aus, dass in jedem der drei Löcher ein Pilz zu sehen ist und klicke darauf. Klicke mit der rechten Maustaste, um das Pilzbrett zu drehen. Ach du Schande. Wie? Okay. Sind die jetzt giftig? Okay, jetzt brauchen wir das da, ne? Okay. Ja. Ne, der macht dann nicht mit. Und die schon angeklickt sind, die nimmt er nicht. Okay. So. Nee. So. Nö. Okay. Ah, so. Ja, toll. Und wie komme ich jetzt an die letzten drei? Vier? Ah. Wow, ich hab den. Wow. Wunderbar, wir haben den Pilz. Igel fressen Pilze, ne? Ist das vielleicht Igelfutter? Unser stacheliger Freund hat wohl noch Platz für mehr. Okay, besorgen wir ihm noch mehr zu fressen. Okay, dann gib ihm. Nimm die Säge. Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, mit der Kettensäge zu arbeiten? Okay. Wir nehmen gleich den ganzen Baumstamm mit. Aber macht ja nichts, wir haben auch schon eine Salatschüssel. Satellitenschüssel in der Hosentasche. Sagt sie nichts zu dem Haus? Okay. Eine Sprosse der Leiter fehlt. Nimm doch. Wir haben noch Stuhlbein. Einige. Nimm den Ast. Ja, schön. Wir nehmen die Spitzhacke. Nee, wir. Nimm den Baum. Okay, da kommen wir noch nicht rauf. Ein Teil fehlt uns noch. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist der Baum. Stumpf. Dann gucken wir mal weiter. Okay. Da ist ein Wolf. Da ist ein Kind. Der arme Junge ist verängstigt. Ich muss den Wolf verjagen. Ah, der guckt ganz schön panisch aus der Wäsche. Wo ist der blöde Wolf? Komm her. Was für eine schreckliche Bestie. Naja, gut. Nimm den Baumstamm. Gut. Mal. Ah, ja. Armer Junge, wie ist er auf diesen Baum gekommen? Und woher kommt dieser schreckliche Wolf? Zum Glück hat mich der Wolf nicht bemerkt und ich sollte es nicht darauf ankommen lassen. Mit Tentakeln werde ich fertig, aber wilde Wölfe spielen in einer anderen Liga. Ja, könnte gefährlich werden. Langsam ergibt diese seltsame Welt einen Sinn. Dr. Blackmore spielt mit den Ängsten dieser Kinder, fast so wie er es mit den Patienten von Green Hill tat. Er saugt ihre Ängste mit Hilfe dieses seltsamen Spiegels aus dem Jungen, auch wenn ich nicht weiß, was er damit vorhat.
Das werden wir dann noch nach und nach sehen, ne? Was haben wir denn hier? Die Äste sind trocken, damit könnte ich den Wolf verjagen. Ja, dafür brauchten wir Feuer. Oh. Da ist noch eine Nuss. Sehr schön. Die geben wir bestimmt dem Eichhörnchen. Okay. Wir kommen jetzt hier gerade nicht wirklich weiter. Der Spiegel muss einer von Blackmores Spielchen sein. Er scheint etwas von dem Jungen an sich zu ziehen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal zurück zu dem Eichhörnchen. Eine Klaue fehlt uns immer noch, ne? Ach, guck mal, wir können hier nochmal wimmeln. Eine Handfeuerwaffe, eine Wassermelone und ein Vogelhaus. Nein, das ist ein Gewehr. Da ist das Vogelhaus. Handfeuerwaffe ist ja noch was anderes, ne? Sprich, eine Pistole. Eine Schlange, die habe ich doch vorhin gesehen. Da. Ein Skorpion, ein Schädel. Skorpion habe ich, meine ich, auch gesehen. Was haben wir da? Eine Lupe. Gut, so weit war ich noch nicht. Katze. Sägeapfel. Apfel. Säge sehe ich gerade nicht. Was ist da? Da ist die Pistole. Eine Wassermelone. Ja klar, wir suchen die Wassermelone. Da war die Säge. Eine grüne Wassermelone in grünem Gras. Ja. Ein Pfau, ein Pilz. Ein Pfau, ein Pilz. Pilz? Okay, das war ein Baumpilz. Ich habe eigentlich was mit was anderem gerechnet. Skorpion? Nein, das ist die Krabbe. Da war der Skorpion, wollte ich ja sagen. Ein Pfau? Da hinten ist die Wassermelone. Da ist ein UFO. Da ist ein UFO. Ein Schädel. Krähe? Gilt als Krähe, ne? Mhm. Krähe. Brauchen wir nicht. Schädel und V. Da ist der V. Jetzt brauchen wir noch einen Schädel. Ein Schädel, ein Schädel, ein Schädel. Den ich jetzt nicht sehe. Nee, das ist kein. Ach, da! Gut. Jetzt haben wir eine Lupe. Gut. Jetzt gehen wir zum Eichhörnchen. Hier, schmeißt dir mal die Nuss dahin. Oh, das ging aber schnell. So, jetzt haben wir die Murmel. Dann gehen wir mal wieder zurück und setzen die da ein. So, was müssen wir machen? Bewege die Kugeln in jeder Runde so, dass nur eine übrig bleibt. Wo soll die denn hin? Ich weiß gerade noch nicht. Ach. Murmeln. Ja. Okay. Naja, ich versuch's. Ja, und nun habe ich ein Problem, oder wie? Zurück. So. Der bewegt sich gar nicht. Also ich kann die auch nicht in diese. Ich kann die jetzt hochditch. Ah! So. Nein. Ich ziehe ja nicht zurück. Ich stehe noch mal hoch. Nee. Ich dachte, die bleibt da liegen. Hä, wie soll denn das gehen? Okay, noch mal. Die ist außen vor. Da, mit der kann ich nichts machen. Krieg die ja nicht weggerollt. Warte mal so. Ne, die bleibt wieder hier liegen, ne? Bleibt die wieder liegen? Ja, klar. Mist. Sag mal, wie soll das jetzt. Oh, das sind nicht meine Spiele. Diese Logik erschließt sich mir nicht.
die ja gerne da wegschießen, aber diagonal, wie wär's? Kann ich die nicht drehen? Ja, aber selbst so rum geht's nicht. Nochmal. Hier rauf. Hier rüber. Ja, nutzt ja nichts. Okay, das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Okay, und das alles für einen Apfel. Den ich jetzt ihm auch auf den Rücken spatze. Okay, der ist fertig. Der ist so nett und schmeißt uns eine Klaue raus. Das ist aber wirklich lieb von dir. Gehen wir also wieder ins Haus und setzen dem die andere Kralle ein und nehmen die Glühbirne mit. Na, und. Ich komme nicht an die Lampe heran. Ich brauche etwas, worauf ich stehen. Da ist eine Kiste. Nimm sie dir. Was haben wir denn da? Ja, gut. Also wimmeln wir erst. Oh, Mann. Ein Schwimmer, eine Musiknote. Eine Musiknote hatte ich doch schon gesehen. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt in diesem Schwimmebildspiel war. Da war, ist doch was. Der Brief ist verschlossen. Da ist der Schwimmer. Bestimmt irgendwo eine Schere oder ein Messer oder so. Ja, Dolch, bitteschön. So, dann gib mir mal den Brief. Musiknote. Okay. Und Trillerpfeife, die habe ich auch gesehen. Ein Knochen. Ein Türknopf und eine Kartoffel. Die Kartoffel hatte ich da gesehen. Musiknoten. Knochen. Aber hier. Vielleicht ist ja darin etwas. Da braucht man einen Hammer. Achso, da ist ja einer. Gibst du mal? Hau das Schweinchen. Das arme Schweinchen. Okay, da war eine Münze. Autowahl, Schwan, Bürste. Auto, Wal, Schwan, Bürste, ein Kamm. Bürste, Knochen und Türknauf. Bürste. Da ist eine Bürste und ein Knochen. Knochen, 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 Knochen. Da. Haben wir den Knochen. Machen wir mit dem Knochen? Gehen wir denn mit dem Wolf oder was? Ja, wie soll ich denn jetzt raufkommen? Wir haben ein Stuhlbein gehabt. Wir kommen da nicht ran. Okay. Da ist auch nichts mehr. Das Eichhörnchen macht nicht. Können noch was? Es ist noch viel Benzin übrig. Ja, schön. Da ist jetzt auch nichts mehr, ne? Ne, dann kommen wir jetzt nur hier hin. Den Knochen da rein. Okay. Das ganze Baumhaus ist zusammengebrochen. Wenigstens ist der Leiter nichts passiert. Okay. Das leuchtet. Müssen wir ihn nochmal brennen. Das hat wohl jemand versucht, einen Flammenumriss in den Baumstumpf zu brennen. Vielleicht kann ich es vervollständigen. Muss ich da jetzt einfach mal hinterherfahren? Oh Gott. Das wird doch nix, das wird doch nix. Sowas mit der Maus nachzuziehen. Ja. Und rum und. Hoch und. Ui, 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 ui. Hoffentlich habe ich nicht. Ja. Nein. Doch, hat geklappt. Okay, jetzt haben wir Feuer. Okay. Gut, dann haben wir jetzt. Jetzt brennt's im Baumstumpf. Haben wir vielleicht einen Ast übersehen? Irgendwie noch. Was machen wir mit dem Holzding? Da reinwerfen? Ach, Holzding! Blöd! Kann man doch als Zucker nehmen. So, schnell da rein. Nein, hier hinstellen. Und dann die Glühbirne einschrauben. Da ist der Schrank. Ja, da liegt auch eine Fackel drin.
Okay, ich sage, dieses Spiel ist echt grotesk. So, jetzt können wir die Fackel anzünden.